Im Leben durchlaufen wir viele Phasen. Und wenn wir Teenager werden, werden wir ganz anders als unser jüngeres Selbst. Von der ersten Liebe bis zum Überraschungstest fühlt sich alles anders an. Im Unterricht aufzupassen ist schon schwer genug. Aber zwischen zwei frisch Verliebten zu sitzen, erhöht den Level extrem. Wissen die überhaupt, dass ich hier sitze? Eine schöne Rose für meine schöne Rose. Pass doch auf! Dieses Kätzchen will zur neuen Mami. Das ist so süß. Lass mich meine Liebe mit einer Ballade zum Ausdruck bringen. Das wird das längste Halbjahr aller Zeiten. Ist er nicht traumhaft? Ich halte das nicht mehr lange aus. Meine Ohren! Könnt ihr damit aufhören? Ach, du bist nur eifersüchtig auf ihre Liebe. Was? Bin ich hier in der Twilight Zone oder was? Noch eine Zeile und... Oh, hoppla! Brian? Hey, kann ich mir deinen Spitzer ausleihen? Danke. Brian! Brian! Was? Mein Buch? Das ist ein Roman. Cool. Alles klar. Ach du meine Güte. Das ist das Süßeste, was ich je gesehen habe. Brian! Brian! Was ist jetzt schon wieder, Ellie? Ist er nicht süß? Ja, ist eine süße Katze. Was? Sie hat noch nie eine Katze gesehen? Dieser Kurs ist echt langweilig. Ich frag mich, wie klebrig das Zeug ist. Es macht echt Spaß, damit zu spielen. Hey! Ah! Hoppla! Das hört jetzt auf. Zeit für eine kleine Auszeit, Ellie. Das sollte fürs Erste reichen. Hey, das kannst du mir nicht antun! Eins! Zwei! Drei! Jetzt muss ich von diesem Stuhl loskommen. Jetzt! Ah, das Zeug ist wirklich stark. Jetzt wird's echt klebrig. Ich habe eine Idee. Meine Haarnadel. Diese Teile sind scharf, nicht wahr? Ich steche sie genau in die Mitte. Komm schon. Geh durch. Ja, ich hab's geschafft. Dank diesem kleinen Kerl. Hä? Wie hast du das gemacht? Oh, ich werde dieses blöde Buch nie fertig lesen. Und ich sagte, boom, es war der Wahnsinn. Ich sehe heute definitiv gut aus. Oh, das tut er definitiv. Hey, du siehst toll aus. Ah, ist nicht fair. Schau mal, das Mädchen starrt uns an. Schon wieder. Was? Ich? Nein. Kann sie es wagen? Wir werden noch sehen, wer hier der Loser ist. Ich glaube, da muss jemand an seinem Teint arbeiten. Hä? Was ist das? Irgendetwas stimmt nicht mit deinem Gesicht. Schau. Meine Haut! Was ist mit meiner makellosen Haut passiert? Ha, nimm das. Und vielleicht auch ein paar Hörner. Oh, da wächst was aus deinem Kopf. Warum passiert mir das? Dazu, alles wird gut, mach dir keine Sorgen. Oh, ist so fürsorglich. Aber er liegt falsch. Warte, wer ist da drüben? Oh, die Liebe meines Lebens. Hey Mandy, ich hab dir die mitgebracht. Oh wow, so unerwartet, danke. Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. Weiß jemand, was diese Künstler gemeinsam haben? Sieht aus, als ob Zoe nicht aufpasst. Hat jemand eine Vermutung? Zoe! Hä? Komm nach vorne! Echt jetzt? Muss ich wirklich? Du hast dein Handy liegen lassen, hm? Die Versuchung bringt mich um. Ich muss jetzt schnell sein. Na los, geh rein. Ich muss etwas herausfinden.
Sie hat letzten Sommer was gemacht? Ich dachte, sie haben im November Schluss gemacht. Du machst das gut. Oh, sie ist so clever. Jetzt zu den Fotos. Nur Freunde beim Mittagessen, hä? Das werden wir noch sehen. Reden die über mich? Wenn ich nur ein bisschen näher rankäme. Das kommt in meine Aufzeichnungen. Dieses Periodensystem ist fast so hübsch wie du. Wow, das ist mal eine richtige Frau. Meine sehen aber nicht so aus. Das tun sie definitiv nicht. Es ist kein Geheimnis, warum sie so beliebt ist. Was hast du gesagt? Oh, ich werde nie Davids Aufmerksamkeit erregen. Nicht mit diesen Mäusefäusten. Dann nehme ich meine Anatomie eben selbst in die Hand. Wenn ich Aufmerksamkeit erregen will, brauche ich ein super süßes Outfit. Und einen aufreizenden roten BH. Mal sehen, wie mache ich das? Vorne einfach zumachen. Umdrehen. Noch ein paar extra Schichten. Und ich bin bereit, Leute! Genau das meine ich. Und jetzt der ultimative Test. Oh, David. Chloe ist ganz erwachsen geworden. Oh, muss mich nur noch an die Absätze gewöhnen. Und jetzt, David? Willst du eine Limo mit mir trinken? Oh, hey, Kevin. Wenigstens habe ich es probiert. Guten Morgen, Klasse. Ich hoffe, ihr seid bereit, etwas zu lernen. Lasst uns an die Arbeit gehen. Oh, wir sollten besser anfangen, Notizen zu machen. Ich pass besser auf, damit ich alles mitbekomme. Und so löst ihr die Gleichung. Was? Was ist passiert? Ich habe doch nur geblinzelt. Wie kann die so schnell schreiben? Wir müssen das abschreiben. Okay, ich bin froh, dass ihr das alle verstanden habt. Ich wische jetzt die Tafel ab. Nein, nein, warten Sie. Lassen Sie uns erst ein Foto machen. Ah, okay, also achtet darauf, dass eure Hausaufgaben dieser Gleichung folgen. Der Unterricht ist beendet. Ich kann nicht glauben, dass ich nichts davon mitbekommen habe. Oh, ouch. Hey. Ups, Entschuldige. Oh. Ja, hab ihn. Gleich. Ah, guten Morgen. Bereit für den Unterricht? Ja, na klar. In meinem Unterricht sind Videospiele verboten. Ah, claro, natürlich. Gute Idee. Weiter geht's. Ja, erwischt. Entschuldigung, das ist deine letzte Verwarnung. Ich schieb's einfach hier rein und zock weiter. Hey, was treibst du denn da? Halt still. Was fällt dir eigentlich ein? Oh, Entschuldigung. Einer ist immer dabei. Sorry. Was ist denn da los? Sie liest in ihrem Buch? Moment mal. Hä? Oh. Schluss für heute. Das war's. Fast geschafft. Was machst du denn noch hier? Schule ist seit Stunden aus. Diese Kinder heutzutage. Oh, Alter. Dieser Sommer war voll verrückt, oder? Ja, ich war 2 Wochen zelten. Hä? Oh, lass uns gehen, bevor wir uns ihre Akne einfangen. Diese Pickel sind nur eine Phase. Kannst du glauben, dass der Sommer schon vorbei ist? Ja. Wow, ist das Chloe?
Anscheinend braucht es nur einen Sommer, um in eine echt heiße Braut verwandelt zu werden. Ein Jahr kann einen großen Unterschied machen. Pickelfrei steht ihr gut. Dieses Schuljahr kann nur noch besser werden. Oh ja. Yeah. Sie kommt rüber. Hi, Chloe. Es würde mich gar nicht mal stören, wenn sie noch ein paar Pickel hätte. Du bist krank, Alter. Der Matheunterricht kann ziemlich schwer werden. Besonders mit Rechenaufgaben. Brian, es sind 5. Ich mach die nächste. Also, was ist X? Zu langsam, Ellie. Ha. Es wird echt heiß hier drin. Ich weiß es. Ha! Ernsthaft? Das Ding ist gesichert und vollgeladen. Das ist so unfair. Ich muss dieses Ding in den höchsten Gang schalten. Dieser Unterricht ist nicht groß genug für uns beide. Komm schon. Ich bin bereit. Mein Moment ist endlich da. Die Antwort ist ganz mein. Was? Sie will's echt durchziehen, was? Ich hab's! Was? Wie macht er das? Sorry. Dein Arm ist außer Kontrolle. Zeit, dir mein Ende zu setzen. Jetzt kannst du dich nicht mehr melden, du Trottel. Hey, das kannst du mir nicht antun. Ich hab's gerade getan. Lehrerin! Komm schon. Komm schon, denk nach. Ich hab's. Ich nutze meinen Gürtel. Aber erst muss ich das Ding ausziehen. So, das wär's. Wenn ich hier durch das Plastik ziehe, kann ich seine Kraft nutzen, um es zu brechen. Bereit und ziehen. Ja, jetzt die andere Seite. Da haben wir es. Ja, Baby. Die Beine sind frei, jetzt die Hände. Meine Schnürsenkel. Sobald ich beide Schuhe aufgeschnürt habe, schiebe ich einen Schnürsenkel zwischen meine Handgelenke. Ich muss es mit meinen Fingern greifen können. Ich bin das mit einem Schnürsenkel am anderen Schuh zusammen. Vergiss nicht, einen Doppelknoten zu machen. Jetzt einfach treten. Los, geh schon kaputt. Hat wunderbar geklappt. Gerade noch rechtzeitig für die nächste Frage. Und weißt du was? Du bist an der Reihe. Mal sehen. Nein? Warum antwortest du nicht, Ellie? 11. Was für ein Stress. In Ordnung, Klasse. Zeit für den Test. Ist das die richtige Antwort? Nein? Hey, psst, kannst du mir helfen? Was? Nein, mach deine eigene Arbeit. Okay, Brocode wird mir helfen. Hey, willst du mir helfen? Mann, ich werde mit Sicherheit durchfallen. Psst, Jake, ich kann dir helfen. Oh mein Gott, ja, bitte. Hier, nimm das. Alles klar, das Wunschtagebuch wird helfen. Wow, das ist unglaublich. Na, dann helfe ich mir selbst. Ich muss hier einfach etwas reinschreiben. Ich werde nicht nur den Test bestehen. Ich bekomme eine 1. Oh, wow. Schau dir den Test an. Es gibt mir die Antworten. Yes, yes, yes. Hey, ich habe eine tolle Idee. Sie wollte mir nicht helfen, hä? Huh? Oh, sieht aus, als ob ihr Stift nicht mehr schreibt. Und für das Brechen des Bro-Codes? Oh, oh nein, mein Magen, ich muss aufs Klo. Ja, schau, wie er rennt. Ja, ich bin fertig mit meinem Test. Oh, was? Er schreibt nicht mehr. Blöder Stift. Psst, Zoe. Hast du einen Stift übrig? Sicher. Nicht so schnell, Bro.
Erst willst du einen Stift und dann? Kumpel, sie ist kein Single mehr. Wenn er dich wieder anquatscht, sag mir Bescheid. Ey, jetzt kommt der Clown ins Spiel. Der Typ auf der Couch ist der Clown. Dein Freund David rettet dich. Du weißt, dass ich den Film liebe. Viel besser. Alles klar. Oh, wessen Beine sind das denn? Hey, Thomas! Sie ist vergeben, du Abschaum! Sie ist kein Stück Fleisch, Alter! Hallo, Klasse! Wir werden über die uralte Geschichte sprechen. Okay, ich begebe mich nur schnell zu meinem Schreibtisch. Apropos uralt, bei seinem Tempo werden wir nichts weiter lernen. Ist der eingeschlafen? Hey, Lehrer! Und ich darf nicht vergessen, die Orchideen zu gießen. Wo bin ich? Oh ja, mein Klassenzimmer. Na gut, also, wo war ich? Ah ja, den Schülern etwas über Geschichte beibringen. Die uralte Geschichte, wenn ich mich richtig erinnere. Na endlich! Sieht so aus, als würden wir jetzt doch noch etwas lernen. Ich werde aus Kapitel 7 vorlesen. Lehrer? Oh nein, 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 ich glaube, er ist gestorben. Wir brauchen Hilfe. Okay, wo war ich? Oh, es geht ihm gut. Was für eine Erleichterung. Oh, ich bin so froh, dass es ihm gut geht. Damals in der Antike. Okay, es scheint, dass das alles für heute war. Hallo Leute, wie kommt der denn her? Na schön, willkommen in meinem neuen Klassenraum. Schon besser, perfekter Winkel. Was macht die denn? Oh wow, mal was Neues. Hey Leute, beste Tänzerin aller Zeiten, nicht wahr? Ein neues Jahr und noch mehr Schüler. Mal sehen. Gina? Danke, Leute, ich lieb euch. Psst. Hey, du bist dran. Hä? Oh-oh. Ja, Frau Lehrerin? Gina, im Unterricht herrscht Handyverbot. Ups, sorry, passiert nicht nochmal. Und das ist meins. Aber das ist meine Zukunft. Ich lieb euch. Dankeschön, danke. Oh, mein Pokal, danke. Absolut perfekt. So perfekt. Gina, wach auf. Hä, was? Oh nein, du fällst in diesem Fach durch. Diese Fragen sind unmöglich. Warum habe ich nicht gelernt? Brian, hast du schon Aufgabe 5? Hey, nicht reden, Jungs. Ich werde einfach unsere spezielle Stiftsprache benutzen. Hä? Wow, da lag ich voll daneben. Hat er gerade etwas gesagt? Ich war auch mal jung, wisst ihr? Also, an die Arbeit. Das Zentrum einer Zelle? Der Zellkern. Was dagegen, wenn ich mitmache? Wow, du kennst dich echt aus. Hör auf damit. Das ist unfair. Aber du bist besser in Wissenschaft als ich. Was hat die denn für ein Problem? Kommt sie rein? Ich muss dich beschützen. Ich muss mich verstecken. Wie kann ich sie von mir fernhalten? Dieser Maulkorb. Perfekt. Ein Blick sollte sie erschrecken. Oh
Und jetzt warten wir. Brian! Ich weiß, dass du hier bist. Moment mal. Hat Brian einen neuen Hund? Das Teil ist riesig. Was ist das? Mein Signal für wütendes Bellen. Ah! Das Tier klingt wütend. Ich kann nicht glauben, dass sie darauf reingefallen ist. Guter Junge, Fido. Wir sind wirklich die besten Freunde der Menschheit, was? Es ist wichtig, dass du dich an die Regeln hältst und... Mandy? Ja, Entschuldigung, ich bin wach. Wie ich schon sagte, kein Schlafen beim Nachsitzen. Im Ernst? Schon wieder? Mandy! Was steht auf diesem Schild? Sie haben recht, tut mir leid. Na gut, ich habe hier meine Brille. Der Grund, warum das so wichtig ist? Sabbat sie? Ah, Mandy! Ich bin hier, ich pass auf. Es muss doch was geben, um wach zu bleiben. Warte, natürlich, das Tagebuch. Daran hätte ich schon früher denken sollen. Das wird mein Problem mit Sicherheit lösen. Ich bin ein wahres Genie. Oh, ich kann es kaum erwarten, bis das funktioniert. Ja, ich bin's. Ein zweites Ich. Hi, ich zwei. Du bleibst hier und ich gehe. Saß sie nicht vorher an dem anderen Tisch? Moment, hat gerade jemand den Raum verlassen? Irgendetwas Seltsames geht hier vor sich. Ah, das habe ich wirklich gebraucht. Oh, Ellie will mein Foto. Okay, ich werde ihr ein Foto schicken. Dieser Winkel. Hab's. Habe ich genug gemacht? Es ist schwer, sich nur für eins zu entscheiden. Hier sehen meine Lippen so gut aus. Aber meine Haare... zu viel Einsatz. Ich schicke sie einfach alle. Egal. Und senden. Mann, ist die ein Glückspilz. Der Geist? Nicht die beste Antwort. Das ist das Buch, das ich wollte. Wer ist denn der hübsche Bursche? Schon mal so voluminöses Haar gesehen? Das ist das Problem mit Spiegeln. Sie ziehen dich einfach in ihren Bann, stimmt's? Besonders, wenn du so selbstbezogen bist wie dieser Typ. Du hast es echt drauf, Kumpel. Du hast was gemacht? Lass uns schnell ein Selfie machen. Das ist für Insta-Leute. Wow, so stiehlt man die Show, David. Bist du bald fertig? Die Party ist wohl vorbei. Der Fototag ist endlich da. Und alle sehen gut aus. Ist Ellie da drin? Was guckst du so, Loser? Neidisch auf meine super coolen Tattoos? Eigentlich, vielleicht kann ich das auch. Wow, ich wünschte, ich hätte nur ein bisschen von ihrem Selbstvertrauen. Schneide ein Bild aus, das dir gefällt. Lass ein bisschen Platz drumherum. Besprühe es dann mit deinem Lieblingsparfum. Jetzt brauchst du eine Schüssel mit Wasser. Leg es vorsichtig ein und warte etwa 2 Minuten. Such dir eine Stelle für dein Tattoo aus und besprühe sie mit deinem Parfum. Dann hole dein Bild raus und leg es mit der Vorderseite nach unten auf deine Haut. Jetzt ziehst du langsam das Papier ab. Das sieht total echt aus. Ich bin der Nächste? Das wird chillig. Hey, Mann!
Mama wird von diesen Fotos begeistert sein. War nur ein Witz. Aber damit bekomme ich definitiv eine Freundin. Alles klar, wer ist bereit für Chemie? Matt, wach auf! Zeit für ein paar chemische Reaktionen. Wir geben diese Substanz in das Reagenzglas. Und dann brauchen wir das hier. Wir geben es zur ersten Chemikalie dazu und beobachten die Reaktion. Brauche ich das als nächstes? Yep. Er hat das einfach getrunken. Das ist ziemlich krass, oder? Aber vergesst nicht die Schutzbrillen. Oh nein, er wird wieder etwas in die Luft jagen. Das hier ist die letzte Komponente unseres Experiments. Seid bereit für ein tolles Experiment. Es geht los. Sieht er das wirklich durch? Funktioniert es? Ah, wow, das war ja ein Riesending. Wissenschaft. Sein Unterricht ist zwar echt lächerlich, aber irgendwie auch unterhaltsam. Oh, Mist. Nicht schon wieder der Feueralarm. Ihr kennt ja den Ablauf. Oh, dann evakuieren wir uns mal wieder. Ah, wow, mein erster Tag. Hi. Hi. Zeit für das Wesentliche. Süßigkeiten habe ich. Schulbuch. Noch mehr Süßigkeiten. Schreibheft. Pringles. Federtasche. Mehr Süßigkeiten. Klebezettel. Cola. Und der Rest. Und das Wichtigste, leckere Nudeln. Etwas heißes Wasser und... Oh mein Gott, so lecker. Und jetzt rein damit. Oh ja, guten Appetit. Oh, das riecht himmlisch. Ich glaube, du hast was vergessen. Hier ist weder Essen noch Trinken erlaubt. Alles bitte hier rein. Okay, Herr Lehrer. Tschüss, Schokoriegel. Vielen Dank. Tut mir leid. Ach was, kein Grund zur Sorge. Pass auf, sieh nach unten. Tada! Wow, sind das Schokolinsenschuhe? Cool, oder? Wow, mein Geheimvorrat. So lecker. Los, nimm dir auch eine. Oh, danke. Lecker. Ich weiß. Ich bin aufgestanden und habe den Ball so hart geschlagen, wie ich konnte. Hey, ich erzähle dir gerade eine Geschichte. Möchte jemand die Lösung geben? Aber er hört den Lehrer sehr gut. Zeig uns, was du kannst. Ist das eine 9? Entschuldigung. Dein Telefon. Egal, was passiert ist, dieser Typ kann seine Augen nicht vom Bildschirm nehmen. Alter, ist besetzt. Spinner. Was ist mit dem Typen los? Selbst eine Party kann ihn nicht losreißen. Meine Augen sind plötzlich super müde. Ich bin so nervös. Na gut, hier kommen eure Testergebnisse. Bitte sehr, Mandy. Nein, eine 6. Wieso habe ich alles falsch? Natürlich hat er eine 1 bekommen. Schätze, du hättest besser lernen sollen, Mandy. Warum ist er so schlau und gemein? Das wird er noch bereuen. Zeit für das Tagebuch. Nur eine kleine Änderung. Mal sehen, wie ihm seine Note jetzt gefällt. Ich bin gespannt auf unsere Tests. Bitte sehr, Mandy. Wow, eine 1+. Ich bin ja so überrascht. Was hältst du davon? Du hast eine 1 und ich habe eine 6 bekommen.
Tja, du hättest mehr lernen sollen. Hi, Zoe. Ich hab dir was mitgebracht. Ich weiß, dass ich es eingesteckt habe. Tada! Du hast ein Bild von mir dabei? Das ist nicht das, wonach ich gesucht habe. Für mich? Also, für uns, zusammen. Du bist so süß, David. Oh, fühlt sich so ein Herzinfarkt an? Oh.